Hallo zusammen, heute stelle ich euch den neuen Jeep Avenger vor. Jeep ist seiner Marke treu geworden zum Design. Wir haben immer noch sehr ein markantes Design. Wir sehen, dass es ein Jeep ist, hat aber trotzdem sehr viele moderne Touches noch reingebracht. Angefangen zum Beispiel mit dem 7-Slot-Grill. Wir haben immer noch seit dem ersten Jeep Willys den markanten 7-Slot-Grill, den wir auch natürlich beim elektrischen Avenger beibehalten haben. Jeep hat ganz viele Easter Eggs, nennt man die, eingebaut beim Auto. Das heisst ganz kleine Details, die an ältere Modelle erinnern. Wie zum Beispiel sehen wir überall den Grill vom Wrangler, also vom Jeep Willys drauf. Wir haben einen Kompass, auf dem Dach sogar einen Marienkäfer. Und auch zum Beispiel in den Felgen sehen wir wieder den Grill vom Jeep Willys. Das macht das Ganze ein bisschen spannend und ja, mit immer wieder Überraschungen. Die Radkästen sind ein grosses Markenzeichen der Marke Jeep und sind wie bei jedem Jeep-Modell nicht rund, sondern ein bisschen quadratisch. Dann gehen wir doch mal zum Heck vom Auto. Beim Heck finden wir die ganz typischen Scheinwerfer vom Jeep, wo wir in der Mitte auch das X-Logo wieder sehen. Für die, die es nicht wissen, das X kommt von den alten Tankkanister. Und das haben wir dann natürlich auch wieder beim Avenger in der Rückleuchte verwirklicht. Wenn wir mal die Hände voll haben, verfügt das Fahrzeug über eine Freihandfunktion mit einem Sensor, das heisst, es kann auch mit dem Fuß unten durch. Und der Kofferraum öffnet sich automatisch. Der Jeep Avenger verfügt über 355 Liter Kofferraumvolumen. Und wenn ich den Sitz noch runterklappe, sogar bis zu 1250. Ich habe auch einen Doppelboden, sprich wenn ich mal noch mehr Platz brauche, kann ich den Boden rausnehmen. Oder darunter, wie man sieht, hat sogar noch Platz für ein Ladekabel oder sonstige Sachen. Der Jeep Avenger verfügt leider momentan noch über keine Angerkupplung. Den Türgriff haben wir gerade ins Auto integriert, dass wir optisch ein sehr sportliches Design haben. Ich sitze jetzt im Jeep Avenger auch mal hinein. Ich habe ein sehr gutes Raumgefühl, habe trotzdem sehr viel Platz im Innenraum. Das heisst, man kann auch sehr gut mal zu vierter oder zu fünfter reisen. Und in der Mitte kann ich sogar auch noch mein Handy laden oder einstecken. Falls man mit der Familie reist, kann man hinten natürlich auch schön den Kindersitz mit dem Isofix anmachen und hat dadurch mehr Sicherheit. Jeep Avenger ist ein vollelektrisches Auto. Da hinten kann ich das Fahrzeug laden. Ich kann das Auto in drei verschiedenen Varianten laden. Entweder die normale Haushaltssteckdose, dann geht die Vollladung ca. 26 Stunden. Normal die Haie oder Wallbox kann ich auch zwischen 5 und 6 Stunden vollladen. Und er hat auch eine Schnellladefunktion, wo ich in 30 Minuten das Fahrzeug vollladen kann. Der Jeep Avenger hat eine Reichweite von ca. 400 km und hat natürlich auch eine Wärmepumpe verbaut, die etwa 10% der Reichweite nochmal ausmachen. Wir sitzen jetzt im Jeep Avenger vorne. Wir haben im Innenraum sehr viele Staumöglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man da viel verstauen kann. Wir haben auch hier noch ein separates Fach, wo ich auch mein Handy noch induktiv laden kann. Und auch in der Mitte sehr, sehr viel Stauvolumen im Innenraum. Mit dem gelben Armaturenbrett haben wir noch ein bisschen Pep reingebracht. Für die, die es nicht gerne haben, ist es jetzt aber neu auch noch in Silbrig verfügbar. Das Fahrzeug verfügt natürlich auch über ein Tempomat, inklusive Abstandstempomat und auch ein autonomes Fahren, sprich das Fahrzeug tut auch selber lenken. Ich muss die Hand noch am Lenkrad behalten. Das Fahrzeug hat verschiedene Drive-Modes, sprich auch für Schnee, Regen, Schlamm oder Sand. Das ist wirklich sehr Offroad-tauglich und funktioniert dementsprechend auch sehr gut und gibt mir eine grössere Sicherheit, wenn ich mal im Schnee oder im Gelände fahre. Den Jeep Avenger gibt es momentan so mit Frontantrieb als Elektro und sollte später dann auch noch als Allrad folgen. Ein bisschen mehr zum Fahrverhalten, das sage ich später bei der Probefahrt. Also wir sitzen jetzt im Jeep Avenger und probieren das Ganze mal aus. Das Auto ist sehr komfortabel, auch wenn man ganz normal auf der Straße fährt. Dadurch man ein bisschen höher sitzt, dass es ja auch ein SUV ist. Und das Auto fährt sich sehr ruhig und sehr angenehm, natürlich auch wie ein Elektro. Und ja, doch auch im Offroad funktioniert das Auto sehr gut. Und man kommt sehr vielen Orten noch durch. Der Jeep Avenger gibt es als Elektro in drei verschiedenen Ausstattungsvarianten. Der fährt rund bei 40'000 Franken an und beim Topmodell, wie wir es jetzt hier haben, beim Summit, sind wir bei rund 46'000 Franken. Das Fahrzeug gibt es auch noch als Benziner, als handgeschaltete Version dann, und dort wären wir preislich bei rund etwa 30'000 Franken. Zusammenfassend, das Auto hat eine mega Preis-Leistung. Ich bekomme extrem viel Auto für einen erheblichen Preis und das Auto ist wirklich für jedermann gedacht. Das Auto ist sehr komfortabel, ist kompakt, hat doch, bietet auch viel Platz, falls ich mal mit mehreren Personen reisen oder etwas transportieren muss.
und ja, einfach sehr ein gutes Gesamtpaket. Kommen Sie doch gerne mal persönlich in Silbruck vorbei und möchten Sie sich selber ein Bild vom Auto. Und danke vielmals fürs Zuschauen.